Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen zurück zu Fantasy General 2. Ja, wir haben jetzt hier die Wahl. Wir können entweder die Kluft machen oder wir können hier Malriks Tal machen. Es ist wieder mal eine Wahl, vor der wir stehen und die, ja, einzigartig ist. Also wir können keine andere der beiden Missionen dann, oder keine, nicht die andere Mission machen, so rum. Bei der Kluft haben wir einen breiten Pass in die Grenzlande, der von einer riesigen Befestigungsanlage geschützt wird, während wir beim Malrikstal einen schmalen Pass haben, der sich umgeben von steilen Bergen seinen Weg in einen abgelegenen Teil der Grenzlande bahnt. Tja, das sieht ja schon so aus, als ob das hier eher so die Hamm- und Amboss-Methode wäre. Unabhängig davon, bevor wir da jetzt quasi eine finale Entscheidung treffen, müssen wir allerdings uns erstmal nochmal ein bisschen hier um unsere Einheiten kümmern und upgraden. Der gute Ulnar hat einen Level-Up und ich bin mir momentan noch nicht ganz sicher, was ich mit ihm machen will. Er hat sogar drei Level-Ups. Ich kann ihm jetzt hier Lebenspunkte geben, dann noch mehr Geschossresistenz und dann noch mal mehr Gesundheit oder ich mache einen ganz anderen Pfad. Ich könnte jetzt auch einen Pfad machen, der ihm... Ja, man könnte ihm noch mal ein zusätzliches Artefakt-Slot-Line geben. Gucken wir überhaupt erstmal, was wir für Artefakte haben. Er selber hat nämlich momentan noch gar keins. Und ich bin am Überlegen, ob das geändert werden sollte. Der Junge hat tatsächlich Angriff 46. Wir könnten ihm theoretisch... Naja, er hat noch gar keine Rüstung. Das bringt so natürlich gar nichts, wenn wir ehrlich sind. Da haben wir jetzt hier diese 10% Befestigungsschadensreduktion. Drei Felder um ihn rum. Was eine sehr, sehr angenehme Kiste ist. Und aufgrund der Tatsache, dass er selber tendenziell eher nicht dazu neigen wird, zu sterben, denke ich, ist das eine gute Idee. Übrigens ist dieser Gürtel tatsächlich besser als dieser Helm. Spannend. So, auf jeden Fall, warte mal, wir geben ihm dieses Horn hier, das Horn der Tapferkeit, was irgendwie passend ist für ihn, wie ich persönlich finde. Und dann werden wir uns jetzt mal hier seinem Level-Up zuwenden, denn ich sehe momentan einfach nicht, was ich ihm sonst noch so geben sollte, außer vielleicht... Guck mal gerade mal, was wir jetzt hier nochmal bei Palison haben. Momentan haben wir 10% mehr Nahkampfschaden. Wir machen dadurch ordentlich Damage. Was ist eigentlich, wenn ich das jetzt ablege? Dann sind wir immer noch bei 63 Schaden. Also es macht schon Sinn, ihm dieses Teil hier zu geben, einfach weil er prozentual am meisten davon profitiert. Deutlich mehr als alle anderen, selbst als unsere Berserker. Die Frage bloß, die im Raum steht... ist, na, wie gehen wir damit um? Wem geben wir jetzt quasi diesen Rüstungsgürtel? Und da müssen wir jetzt kurz mal so in die Truppen reingucken. Die Jungs, die haben momentan ja plus 1 Rüstung, kommen dadurch auf 4, die haben 0. Die Mädels haben das, aber wobei, das bringt überhaupt nichts, den Mädels jetzt hier diesen Geschwindigkeitsbonus zu geben. Dann sind die zwar hier schneller, aber wer braucht das schon? Das sind andere Einheiten, die das eher brauchen könnten. Nur mal ehrlich. Ich denke, bei denen ist es eher besser, wenn die jetzt hier noch eine fette Rüstung mitbringen. Das ist sehr, sehr praktisch, weil dann können die halt auch wirklich tanken. Oder wir machen das anders und ich habe ja ohnehin vor, diese Jungs hier mal früher oder später zu den Tanks zu machen, wie ich mir eigentlich vorstelle. Gebe ich denen jetzt hier schon mal auf Rüstung 5. Von Anfang wohlgemerkt, ne? Später werden die ja, sobald wir drei Rüstungen haben, mache ich die ja hier zu diesen Hardcore-Tanks, diesen schweren Axtkämpfern, die dann einfach mal lockerflockig 13 Rüstungen mitbringen. Also da ist das schon dabei, ne? 13 Rüstungen. Da bist du dann mit 93% Schadensreduktion. Also körperlicher Schaden macht denen gar nichts mehr. Das wäre auf jeden Fall super, vor allem mit dem Geschoss. Also da geht einfach nichts mehr durch. Die Frage ist halt quasi, was machen wir mit diesen Trollen? Die haben momentan Rüstung 4. Dann gebe ich den doch mal hier diesen Helm. Dann haben die auch Rüstung 5. Dann haben die... Rüstung 5 ist so eine solide Grundrüstung, würde ich mal sagen. Und die haben hier einen Bewegungspunkt. Ich will mal gerade mal gucken. Das ist komisch mit diesem plus 1 Bewegungsreichweite. Das ist nämlich das, eigentlich das, was Einheit schneller macht. Also ich habe noch nicht ganz begriffen, was diese Wandererstiefel wirklich machen. Denn sie verändern keine Profilwerte. Was wirklich schräg ist, wenn man sich das mal so anguckt. Warte mal, das sind die Rollschleuderer. Das sind die falschen. Denen wollte ich das geben. Die sollen diesen Helm bekommen, genau. Guck mal, da passiert nichts, ne? Da passiert nichts.
Bewegungsreichweite. Doch, warte mal, da steht irgendwas. Bewegungsreichweite 3 plus 1. Also sie kommen 1 weiter. Und was ist jetzt damit? Das erhöht einfach nur die Basisgeschwindigkeit. Jo mai. Ich weiß einfach nicht, wie das jetzt hier... Es gibt sicherlich einen Unterschied dafür, aber ich kenne ihn nicht. Das ist alles gerade eben so ein bisschen mysteriös, wenn ihr mich fragt. Wer hat denn jetzt eigentlich diese Stiefelchen? Ihr habt diese Stiefelchen. Ihr braucht diese Stiefelchen nicht. Wer braucht denn diese Stiefelchen? Wir haben immer noch hier das hier, die Reduktion tödlichen Schaden zu erleiden. Ich will nur überlegen, ob Schwesterchen diese Stiefel haben könnte. Denn es gibt nichts, was ihr momentan was bringen könnte. Vielleicht bringt es was, wenn sie dann einfach ein bisschen schneller laufen kann. Ist ohnehin eher so ein bisschen der anfälligere Typ. So, das haben wir hier schon ewig rumgemacht. Haben noch gar keine Einheiten verbessert oder ausgehoben. Ihm wollten wir ja noch Level-Ups geben. Ich denke mal, Berserker-Raserei macht nur 10% mehr Schaden. Ist auf jeden Fall schon mal eine gute Sache. Dann können wir ihm Hinterhalt geben. Oder wollen wir Schlachtruf machen? Der Hochland-Sturmangriff ist sicherlich keine schlechte Sache. Den finde ich schon nicht schlecht. Und dann machen wir noch Durchbrechen. Die Einheit stürmt über alle Hexfelder bis zum Ziel-Hexfeld und verursacht dabei 100% Nahkampfschaden, also plus 100% als Sturmschaden. Falls das letzte Hexfeld besetzt ist, führt die Einheit einen Nahkampfangriff durch und kehrt dann zu ihrem Ausgangshexfeld zurück. Das finde ich sehr, sehr cool. Hat eine Reichweite von 3 Feldern. Kann man durchaus mal machen. Dann ist der halt quasi wirklich hier so unser Kollege fürs einfach Durchrennen. Der macht dann halt überall dann im Grunde, ja, lass es 92 Schaden sein, ne? Das ist schon nicht wenig. So, und jetzt gucken wir mal, ob unsere Schleuderer irgendwie einen sinnvollen Level-Up bekommen können. Wir könnten ihnen hier diese Wolfschlechter-Truppe gönnen. Die machen auch sehr viel mehr Schaden. Wirklich sehr viel mehr Schaden. Und ganz im Ernst, es gibt eigentlich auch keinen Grund, warum wir das nicht machen sollen. Ich will es bloß mit der Einheit machen, die am ehesten einen Level-Up bekommt. Und das ist die hier. Dann machen wir das. Ihr werdet jetzt aufgewertet. Und seid jetzt hier die Wolfsschlechter. Macht jetzt saumäßig Schaden hier. Für die würde ich mir noch irgendwie ein Item wünschen. Aber ich habe momentan keins, was ich irgendwie als sinnvoll erachten würde. Dann können wir noch hier aus ihnen diese gepanzerten, also Thoralfs Haufen machen. Ne? Die haben schon ein bisschen Rüstung und die haben dann schon wirklich ordentlich Rüstung. Die haben dann auch noch hier beliebig viele Defensivsalven. Okay, das ist krass. Und diese Einheit hier hat es nicht, aber dafür macht sie dann magischen Schaden. Und räumt dann halt einfach mal Gegner einfach mal so aus dem Feld. Ne? Lustig ist, guck mal, der Schaden geht gar nicht mehr höher. Das ist auch interessant. Die Lebenspunkte von der Einheit geht hoch, die Moral geht hoch, sogar deutlich. Die Rüstung geht hoch, aber das, was sie hauptsächlich auch verursacht, ist, weil die haben eigentlich immer genügend Steine dabei. Die brauchen nach wie vor einfach hier Munition im Überfluss, wenn man auf schroffem Boden steht. Und die haben dann einfach immer genügend. Und bei denen ist es gar nicht mehr möglich. Also ihr seht, das ist eine krass taktische Entscheidung, was man jetzt hier nehmen soll. Ach, das ist sowieso Thoralfs Haufen, die heißen ja immer so. Okay, kann ich ja nicht inzwischen diese Einheit mal umbenennen? Nein, erst ab Stufe 3. Naja, dann hoffen wir mal, dass wir da... Die Nusshörnchen da noch hinbekommen. So, Einheiten ausheben. Die Frage ist, was wir wollen. Wir können jetzt einiges machen. Ich denke, wir sollten auf jeden Fall nochmal eine Speertruppe anheuern. Vielleicht sogar zwei. Ich hätte gerne auch noch eine weitere Axtkämpfertruppe. Und vielleicht nochmal eine solche Kämpfertruppe. Und vielleicht nochmal eine Schleuderertruppe oder sowas in der Art und Weise. Das soll jetzt auf jeden Fall mal unsere Armee sein. Das ist natürlich jetzt ein gefühlten Drittel Jungspunde. Aber was willst du machen? So, und jetzt kommen wir zu dieser großen Frage der Wahl. Wollen wir jetzt hier durch einen schmalen Pass, der sich umgeben von steilen Bergen, seinen Weg in einen abgelegenen Teil des Grenzlandes bahnt? Oder wollen wir da, quasi mit der Brechhammer-Methode durch? Das hier ist auf jeden Fall das Land des Eisel-Clans und... Ich glaube, zu denen wollten wir ja auch hin. Guck mal, den Donach-Clan sehen wir, den haben wir zerschmettert, ne? Genauso wie hier den Misnach-Clan, die sind auch zerlegt, wie wir sehen. Die Map ist echt groß. Was, wir gehen da hin. Lasst uns die auch noch platt machen, wo wir gerade hier sind.
Wir machen das jetzt hier. Marligsthal. Marligsthal ist ein Pass, der angeblich entstanden ist, als sich der große Drache des Helden Marlig dort einen Weg durch das weiche Gestein bahnte. Das ist übrigens aus dem ersten Teil, glaube ich. Das Pfad ist so, der Pfad ist so schmal, dass ihn nur wenige Personen gleichzeitig benutzen können, wodurch er einfach zu verteidigen ist. Ein kleiner Turm wurde zu seinem Schutz errichtet. Als ihr eure zum Appell angetretenen Krieger mit ihrem Stolz im Wind wehenden Bannern mustert, überkommt euch ein Gefühl der Euphorie. Es ist noch gar nicht lange her, da habt ihr von Ruhm und Ehre geträumt und auch davon, eine Armee in die Schlacht zu führen. Gedankenversunken bemerkt ihr plötzlich, dass eine ganz in Schwarz gekleidete Gestalt neben euch steht. Dreimal dürft ihr raten, wer es ist. Ja, hallo Dougal, altes Haus. Und so liegt das Schicksal, für das ihr euch entschieden habt, vor euch, Farlierson. Euer Vater ist tot und noch am selben Tag werdet ihr zum Hochkönig gekrönt. Schon seltsam, wie das Leben so spielt, nicht wahr? Klingt beinahe zynisch. Der schwarze Bade ist ganz wie seine Krähen ein Omen des Krieges. Manch einer behauptet, er bringe Unglück, aber ich weiß, dass dieses Unglück immer die Gegenseite befällt. Es wäre ein mächtiger Verbündeter und wir sollten seine Hilfe besser annehmen. Bruder, ich kann den Geist des schwarzen Barden nicht sehen. Er ist in tiefe Finsternis gehüllt. Der Tod folgt Dougal Rabensang auf Schritt und Tritt. Der Kerl lässt mich frösteln. Und vor allem sie sagt es. Und je eher er uns wieder verlässt, desto besser. Ich sähe ihn nicht gerne an deiner Seite. Ganz gleich, welche Weisheiten er auch vor sich geben mag. Ja, momentan hat sie recht. Also er könnte genauso gut momentan immer noch der sein, der uns quasi zu Ruhm führt. Oder er könnte genauso gut auch einer sein, der uns manipuliert und eigentlich für das Imperium arbeitet. Und das alles jetzt hier ausgelöst hat. Der folgt wahrscheinlich einem ganz, ganz eigenen Plan. Ich bin dem schwarzen Barden einmal begegnet und auch wenn ich nicht unbedingt sagen würde, dass ich ihm vertraue, so muss ich dennoch zugeben, dass er es war, der die Clans dazu gebracht hat, sich unter unserem Banner zu vereinen. Ich kenne seine Absichten nicht und offenkundig gefällt es ihm, das Schicksal seinem Willen zu unterwerfen. Und jetzt können wir noch eine Entscheidung treffen. Mir wäre wohler dabei, ihn in der bevorstehenden Schlacht auf unserer Seite zu wissen, oder ich werde niemanden mitnehmen, dem ich nicht trauen kann. Ganz im Ernst, ich nehme ihn mit, weil wenn er neben mir steht, weiß ich, dass er keinen Scheiß bauen kann. Nun gut, Farlisson, lasst uns dem Schicksal gemeinsam die Stirn bieten. Gut, ich weiß, dass dies ein Kampf von Vorteil sein wird. Und nun können wir sogar etwas Musik hören, wenn wir das Lager aufschlagen. Naja, der einfach gestrickte. Ich hätte gedacht, dass du mein Urteil vertraust, aber ganz offensichtlich beherzogst du meinen Rat nicht, Bruder. Sei doch nicht so zickig, Mädel. Nun, du hast deine Wahl getroffen und ich bete zu den Ahnen, dass du sie nicht bereuen wirst. Das heißt nichts, dass ich ihren Rat nicht wertschätze. Das heißt nur, dass ich mich halt einfach anders entschieden habe. Einfach, weil ich die Sachen anders abgewogen habe. Nun, da diese Sache geklärt ist, vergeuden wir keine Zeit. Wir marschieren noch heute Richtung Grenzlande. Und da sind wir jetzt endlich. Nach 13 Minuten. Es hat lang gedauert. So, zum Fortfahren beliebige Taste drücken. Der schmale Pfad durch Malrigs Tal wird an seinem Ende von einem Turm bewacht, der jeden davon abhält, das Tal zu erreichen. Eine ganze Armee kann dort von nur wenigen Männern aufgehalten werden. Wir werden darauf bauen müssen, dass uns der Feind nicht entdeckt, bevor wir uns mit genügend Kriegern vorbeigeschlichen haben. Das gefällt mir nicht. Es fühlt sich wie eine Rattenfalle an. Wir spurten uns besser. Ich habe von den anderen Wegen in der Nähe gehört, der durch die Wildnis führen soll. Vielleicht finden wir ihn und können die Truppen der Grenzlande überraschen, die den Turm verteidigen. Dann lass uns versuchen, sie zu überraschen. Okay, wir starten also irgendwie im Nordwesten so einigermaßen. Warte mal, was haben wir denn da drüben? Das ist schon dieser epische Turm. Das ist dieser epische Turm und da ist eine Burg. Einkommen 10 Gold pro Runde. Was? Kann er Gold pro Runde machen? Immer spannend. Ich denke, dass man hier irgendwie ab muss. Das ist so meine Vermutung. Dougal Rabensang, geh mal du dahin. Bis dahin. Du gehst dahin. Ihr komischen Pappkameraden. Dahin, ihr geht dahin. Dahin. Jetzt habe ich viele von denen.
Einen Platz hat man doch gar nicht. Ah ne, ich muss eine Sache ändern. Ich will die da vorne hinpacken. Die Trolle dahin und die Trolle dahin. Und jetzt möchte ich hier nochmal getauscht haben gegen die. So, dann Schwesterchen da. Nee, das. Schwesterchen nochmal raus. Nein. Zack, zack. 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 Okay, das muss reichen. Ich bin mir sicher, dass dieser Weg da lang führt. Was ist denn das hier schön? Eine Höhle. Gönnen wir uns gleich. Hi. Ihr steht jetzt fantastisch. Also wirklich, besser hättet ihr nicht stehen können. Hier ist aber auch eine Höhle. Toll. Das habe ich echt hingekriegt. Der ist leider im Nahkampf angegriffen. Warte mal, der hat ja auch Level-Ups. Ach, jetzt haben wir Dogel Rabensang und haben ihn dabei und können ihn sogar leveln. Krähen beschwören. Fein gestimmt. Magischer Schaden wird erhöht. Sammeln. Und noch mehr Mana. Ich denke mal, wir machen mal Krähen beschwören. Das ist das hier. Flügelsprung. Gernot kann an jedem einsehbaren Ort innerhalb ihrer Reichweite springen und angreifen. Das Feld nach dem Angriffen leer, bleibt die Einheit an Ort und Stelle. Ah, okay. Die machen, das ist im Grunde ein gezauberter Sturmschaden. Das ist cool. Sofort her damit. Und was ist das hier? Zurückziehen. Ja, ist gekauft. Das heißt, er hat jetzt eine Chance von 66% sich zurückzuziehen. Ja, Rückzugschance von 66%. Das ist sehr, sehr angenehm. Und jetzt gebe ich ihm seinen komischen Ring zurück. Den wir nie wirklich gebraucht haben. Okay. Den kann ich jetzt dem Bär erstmal eine mitgeben. Ich hoffe bloß, dass sie das überleben. Ansonsten bin ich sehr traurig. Dahin. Ich hoffe bloß, dass die sich auch noch zurückziehen. Ja, ich schicke jetzt halt einfach mal vor. Also alle jetzt hier so nach und nach dahin, ne? Soll man machen. Ihn will ich da gar nicht irgendwie. Na, ich habe keine große Wahl, glaube ich. Ich muss ihn da hinschicken. Und noch da vorbei. Vielleicht müssen wir auch wirklich da uns vorbeischleichen. Unabhängig davon. Jetzt müssen sowieso alle erstmal ein paar Schritte nach vorne machen. Wenn man hier wirklich die Konga des Todes. Mal kann ich da eigentlich hinschleudern? Nein, gerade so nicht. Wenn man das vorher gewusst hätte, dann hätte man das darauf sich einstellen können. Aber ich wusste es nicht. Okay, der Bär schreit immerhin bloß erstmal. Oh Gott, da kommt noch ein Bär. Echt jetzt? Wir werden von wilden Tieren attackiert. Das sind die wahren Verteidiger dieses Passes. Ui. Einige gerade abgestürzt. Bin dafür, dass die sich jetzt erstmal hierhin zurückziehen. Jetzt schießen wir erstmal diese komischen Vögel ab. Das war schon mal ein guter Anfang. Dann schießen wir die da ab. So. Bringt alles Erfahrungspunkte. Dann müssen wir gucken, wie können wir diesen Bär angreifen. Ohne dass wir jetzt gleich am Anfang Einheiten verlieren. Ich denke mal erstmal mit Heldenaktionen. Bäm. Der Kollege kann das auch machen, aber dafür ziehst du dich jetzt hier erstmal wieder zurück. Genau, du gehst jetzt dahin. Bäm. Das ist so eine Raserei. Nicht, dass das was Tolles wäre. Nee, das ist auch nichts. Ja, so kriegen wir den Bär jetzt hier ordentlich runter. Der wird danach auch nicht mehr kämpfen wollen, nehme ich mal an. Würde mich schwer wundern, was mache ich jetzt mit denen? Mit denen kann ich jetzt dahin gehen und hier die Nummer dann gleich tanken. Ich werde mich jetzt versuchen, mit Schwesterchen dahin zu gehen und den Bär auszuschalten. Aber nee, das klappt nicht, okay. Dann brenne ich ihm einfach so eine drauf.
Aber warte mal, ich kann den Bär vielleicht doch noch ausschalten. Er bekommt exakt 4 Schaden. Ich weiß zwar nicht, warum dieser Bär so resistent gepolstert ist gegen Steinschlag, aber ist es. Okay. Dann looten wir erstmal diese Höhle. Da war nochmal eine Waffe drin, was ich persönlich eigentlich ganz gut feiere. Guck mal, ob wir da noch irgendwas entdecken. Da sind Felder. Im Eisel-Clan. Kann man da irgendwie drüber? Das ist die entscheidende Frage. Wir werden es rausfinden. Der haut es erstmal ab, der Kollege. Der hat jetzt Bock hier auf Randale. Ja, da ziehen wir uns jetzt erstmal hier hin zurück. Du kannst diesen Bär da drüben killen, logischerweise. Du schießt auf den. Schwesterchen kann dem hier eine mitgeben. Und das ist dann sein Ende. Oder wollen wir das eine andere Einheit machen lassen? Ich denke, wir wollen das eine andere Einheit machen lassen. Also, ich habe mich jetzt erstmal wegbewegt. Ach, die machen das automatisch, wenn sie. Okay, das ist cool. Nee, ihr macht jetzt erstmal hier diesen Bär weg und lootet dann hier diese Höhle. Da war hauptsächlich Gold dabei. Und sie kann dann diesen. Muss echt aufpassen, dass ich nicht zu nah rankomme. Wir ziehen jetzt erstmal die Truppen hinterher, würde ich sagen. Nein, ich habe die falsche Einheit bewegt. Mein Leben. Na gut. Dann gehst du halt dahin. Der Rest nach. Ja, mehr nachziehen ist leider nicht. Wupp, wupp. Auch nur 4 Schaden gemacht. Ja, da habe ich mal so richtig schön Panne produziert hier gerade eben. Was machen wir denn mit Dogel? Der kann jetzt auch mal kurz mal sich heilen. Insgesamt gibt es ein paar Einheiten, die sich heilen dürfen. Hier ist hier kein Risiko ein. Wir machen den Bär einfach weg. So, das ist einfach nur schroffes Gelände. Da scheint ein Pfad zu sein. Das wirkt hier wie der Pfad, nicht so wie das andere. Mit denen komme ich bis da. Komme ich mit ihm wenigstens wieder bis da. Der Rest ist nämlich Sackgasse. Okay, dann gucken wir mal. Ja, da ist was. Ein Schrein. Ihr heilt euch hier gerade eben noch mal ganz kurz. Die Trolle hier gerade eben noch mal hinterher. Das wird aber echt krass, wenn man die da jetzt hier so durchfriemeln muss. Den gesamten Verein. Oh Gott. Heilt euch mal. Ja, heilt euch auch mal. Und fahrt jetzt dahin. Schwesterchen geht dahin. Der Rabensang geht dahin. Wir könnten mal einen Blick riskieren, was da so auf uns zukommt, ob sich dieser Spaß lohnt. Das ist der Pfad. Und da sind Spinnen. Und weiß der Geier was. Okay. Und was sagt Schwesterchen? Was erwartet uns hier? Ja. Ja, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. So viel Trollartillerie kannst du gar nicht haben, wie du dafür bräuchtest. Scheiße. Geh mal den mal dahin, weil ich muss die Truppen ja jetzt hier irgendwie da nachziehen, dass die sich jetzt hier so ansammeln können, ne? Ups. Alle versuchen jetzt hier sich durchzudrücken. Oh, 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 oh. Schon kommen sie an und wollen mit ihr spielen. Oh Gott. Und die sind jetzt irgendwie schnell, wie ich gerade eben realisiere. Na gut, immerhin macht das hier gut Schaden. Ich muss jetzt irgendwie diese Fernkämpfer da reinbekommen. Das wird spannend. So, du gehst da auch weg. Wie gesagt, ich muss diese Fernkämpfer da jetzt reinfriemeln. Und ich hatte doch einen Zauber, mit dem man jetzt irgendjemand irgendwo hin teleportieren kann. Genau, dieser Flügelsprung. Ihn? Dahin. Jetzt habe ich ihn versehentlich angewählt. So, zack, zack. Nee, das geht nicht. Hä?
Ach, er selber könnte sich dahin teleportieren. Ah. Einheit kann... Okay, es kann nur er selbst. Okay. Kann er nicht beschwören. Ja, diese Vögel halt. Das ist aber nicht das, was ich jetzt gerade eben machen will. Okay. Wissen wir das jetzt auch. Schwesterchen geht dahin. Du gehst dahin. Und mehr Optionen haben wir eigentlich fast gar nicht. Hierhin. Kannst ja niemals hin, also... Hä? Blanke Irrsinn. Ach, ich hab vergessen, mit dir zuzuschlagen. Oh, das ist doof. Ja, jetzt könnt ihr da hin. Schon mal schießen. Hui. Und schießen. Hui. Und wo wir gerade eben dabei sind, was auszuschalten. So, wir haben es weggekloppt. Wir da rein. Restlichen kommt da gerade eben nicht weiter. Aber jetzt haben wir immerhin ja schon mal jetzt hier so diesen Durchgang angefangen, ne? Wird natürlich jetzt echt bitter, sich da durchzumogeln. Mhm. Schießen. Schießen. Ja, das habe ich jetzt natürlich ganz toll hingekriegt, dass ich jetzt hardcore im Weg stehe, ne? Geh mal dahin. Aber einfach nicht genug Einheiten, die so weit schießen können. Ihr geht dahin. So hier gerade eben echt ein Kamel durch Nadelöhr zu pressen, ey. So kommt mir das gerade eben vor. Und zack. Noch eine Einheit ausgeschaltet. Wer kann der laufen? Der kann bis hier laufen. Okay, du kannst bis hier laufen und schießt schon mal auf den drauf. Dann gehst du dahin, schießt ebenfalls auf diesen komischen Verein drauf. Drück dahin und werf da drauf. Und jetzt schicken wir mal jemanden hinterher, der ein bisschen Nahkampf machen kann. Die Fernkämpfer haben wir halt alle schon durch, ne? So. Gibt ja auch nur diese eine Spinnentruppe. Die zieht sich jetzt hier hin zurück zu diesem Schrein. Die regeneriert. Ja, stimmt, die Trolle haben ja Regeneration. Vergesse ich immer wieder. Auch mal drauf. Sturmangriff geht hier natürlich nicht. Zack. Ja. Zack. Das war's mit den Spinnies. Und wir sind drin. Das war ja einfach. Naja, wenn man es weiß. Einer nach dem anderen Kongard jetzt hier rein. Bitte Nummern ziehen, meine Damen und Herren. Sie kommen bald ran. So, was bringt dieses Schrein? Ich weiß es nicht, aber ich möchte ihn besetzen mit jemandem, der gerade noch so hinlaufen kann. Jetzt sind wir offiziell schnell. Das ist ein Spinnennetz. Ja, was passiert, wenn wir da reinlaufen? Gefangen. Das heißt... Ja, okay, sie sind jetzt halt langsamer. Es ist nicht schlimm. Halten wir das einfach mal fest. Es ist einfach nicht schlimm. Es ist einfach nur... ein bisschen unpraktisch. So, das Gute ist dadurch, dass wir jetzt... Oh Gott. Dadurch, dass wir jetzt schnell sind, kommen wir weitgehend... gut da durch. Ein Punkt Bewegung mehr. Aber geil geht anders. Die sind immer noch gefangen von der Runde. Okay. Ich würde gerne gleich nochmal einen Zauber sprechen, um zu gucken, was da vor uns lauert. Das Wissen. Da sind ein paar Fernkämpfer. Ein paar Wilderer. Okay. Gut zu wissen, dass die da sind.
Und wir rücken mal durch. Wir müssen ja so nach und nach alle da durch diesen komischen Bereich bewegen. Das ist unsere komische Kommandoaktion hier. Erstmal die Noobs. So. Wir sind schon wieder dran. Unsere Einheit wieder frei. Die stehen hier auf jeden Fall äußerst praktisch. Ich komme mal momentan eh nicht an sie ran, deswegen es doof wäre, jetzt hier unsere Position preiszugeben. Hier sind jetzt die gesamte Armee von denen sitzt hier. Also wir könnten theoretisch dann einfach einen Flankenangriff durchführen. Er ist auch gerade eben unsichtbar. Wie praktisch. Bereite er jetzt hier einen kompletten Angriff vor. Könnte einen schon treffen, aber es ist mir gerade eben nicht wert, jetzt hier das Überraschungsmoment aufzugeben. Weit können die nämlich gar nicht gucken. Wir kommen jetzt nämlich ganz gediegen und fröhlich an. Und haben die gesamte Truppe jetzt hier durchgeschleust. Irgendwas bewegt sich da. Oh, da kommen welche. Wir haben uns entdeckt. Okay. Anscheinend haben wir jetzt schon unseren Vorteil verloren. Okay, wir werfen jetzt einfach. Das ist ärgerlich. Hui, bam. Und bam. Plötzlichen geht dahin. Kann dem eine mitgeben, der eine gibt. Sie ist noch nicht zu sehen. Auch drauf. Schaden bekommt er. Er bekommt nicht so viel, aber er fängt jetzt ja schon mal den Schuss ab. Interessant ist, er bekommt gar nicht so viel Beschussschaden. Wie zum Beispiel er. Zack, ausgeschaltet. Du gehst jetzt dahin, knüppelst da drauf. Da haben wir schon geschleudert beim komische Flussbett ist nicht gerade unser Freund. Rein movement-technisch. Macht uns sehr viel langsamer gefühlt als der Wald. Oder es ist die Kombination aus beiden, das kann natürlich auch sein. Aber es ist keine gute Kombination für uns. So, ich habe keine Ahnung, ob die wissen, wo wir sind, aber wahrscheinlich kommen sie jetzt von hinten. So, sie kann jetzt noch da drauf ballern. Zack. Und da geht jetzt schon nichts mehr. Jetzt kommen sie. Okay, sie kommen tatsächlich von allen Seiten. Die Wilderer gehören tatsächlich zum selben Verein. Die wissen, wo wir sind. Er hat jetzt hier was aufgeklärt. Er weiß, dass wir da sind. Möchte ich die einfach beenden mit ihr. Da ist nochmal eine Ruine. Okay. Wir haben eine realistisch gute Chance, hier richtig Rabatz zu machen. Vorher will ich allerdings, Moment, ich beschwöre jetzt hier, nee, ich habe nicht genügend Punkte. Eat. Das ist natürlich jetzt nicht so geil. Da können wir Sentane hier schon mal ordentlich runterflexen. Ja, du gehst jetzt erstmal dahin. Du kannst ja schon mal jetzt hier mal ein ordentlich moraltechnisch runterzimmern. Konzentriere mich jetzt mal auf den da. Können wir mal da hingehen und... Ne, warte mal, da rennt er ja durch. Aber warte mal, er würde da durchrennen. Ach nee, er kommt aber da nicht hin. Ach, das ist so ärgerlich. Ich komme da nicht hin, wo ich hin will. Das ist eine befestigte Position. Dann ist eigentlich am besten für die. Was kann ich mit Dogel machen? Dogel ist ein guter Kämpfer. Nochmal festhalten, er kann sich auf Mana-Kosten irgendein anspringen. Machen wir es mal, das sieht eigentlich ganz witzig aus. Ich will es mal gesehen haben.
Okay, der alte Cheater metzelt jetzt hier ganz, ganz kurz und ist wieder zurück. Okay. Hat auch ein bisschen Schaden dadurch genommen. Dann... Ja, bin ich der Meinung, warte mal, nee, ich will den Tane definitiv nicht neben die darstellen. So, jetzt sind die ja schon mal bedrängt. Hier könnte ich jetzt auslöschen oder dem Tane hier ordentlich eine mitgeben. Gib dem Tane erstmal ordentlich eine mit. Dann macht er nämlich nicht mehr viel. Ihr geht dahin. Ihr geht dahin und habt jetzt Spaß hier mit Steinchen. Okay, also diese Steine sind gegen viele Einheiten schlicht ineffizient. Boah, mit den Reiterinnen da durch den Wald. Das ist nicht ihr Lieblingsgebiet. Oh, und ich sehe gerade eben, dass sie die Folge Hardcore beenden müssen. Eieieiei, ich bin sowas von schon drüber. Also, vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit, liebe Leute. Nicht gedacht, dass ich jetzt mehr so lange brauche. Wir gucken gerade eben nur noch mal, ob irgendeiner hier noch was tun kann. Ja, er kann jetzt noch dahin gehen. Ist dabei sogar zu sehen. Ich weiß gar nicht warum. Wahrscheinlich wegen dem Zauber. Und die regenerieren kurz mal. Die hier können noch mal eine Runde... Ne, warte mal, wer ist denn das? Die können noch mal eine Runde ballern. Komm, wir machen es einfach. Auch wenn es hier nicht viel ausmacht. Und damit sind wir raus, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Tschüss und Ade.